Servus die Mauern und grüß euch die Buben. Ja, Freunde, nach was schaut das aus? Richtig, nach einer Übernachtung. Bin wieder auf mein Hausbergerl herum, wer zu euch sowieso schon vorher die Bilder gesehen haben. Haben wir schon mal aufgebaut. Es ist dabei 7:45 Uhr. Und hören wir es an der Lagerfeuerstelle jetzt wieder ein bisschen gemütlich machen. Ich werde dort heute kein Feuer machen in der Lagerfeuerstelle. Es ist mir da ein bisschen zu trocken. Ich habe aber den Lixara-Hobo dabei. Da ein bisschen eine Lagerfeuerstimmung. Das andere ist mir ein bisschen zu unsicher. Ja, und beim Aufgehen habe ich da vorhin ein paar so Kiefernzapfen gesehen. Und die werde ich mir jetzt gleich mal holen. Und dann setzen wir sie einmal hin und machen sie einmal gemütlich. Na, schauen wir mal. Ja, die Vorgängerschweinerl haben da das ganze Papier alles liegen lassen. Das habe ich da jetzt reingehauen, das werde ich da mal kurz verbrennen. Das ist nur ein kurzes Flammerl und dann ist es vorbei, dass das nicht immer umfliegt da. Und jetzt gehe ich da einmal vieren und hole mir die Kiefernzapfen. Also, gehen wir mal. Ja, da nehmen wir meinen Drecksack mit, da passt schon ein bisschen was rein. Das geht schon. So, Kiefernzapfen liegen da genug. Dann nehmen wir sie die Druckerner jetzt ein paar mit. Die, die schon schön offen sind, die brennen auch super gut. So, da haben wir jetzt ein ganzes Sackel voll, das sollte reichen. Auf zur Feuerstelle. So, Sackel voll haben wir. Und das reicht. So, ein paar kleine werden wir sie machen, sicher jetzt aber, dass wir was da haben. Machen wir sie mal einen Anschlag. Können wir schön sageln. So, da haben wir ein bisschen Batonen, ein bisschen kleiner machen. Ja, geht ja wirklich gelegt mit dem Woodpecker. So, ich werde jetzt einmal das Papier verbrennen, dass das einmal weg ist. So, der Großteil ist verbrennt, das Kloster jetzt nicht mehr dahin. Und ich mache mir jetzt an meinen Kaffee. Ja, jetzt gibt es Käffchen. Ich habe da nicht weiß gut was mit, ich habe da so eine Fischdosen. Dann habe ich noch einen Vormittag in der Arbeit, so ein kleines Wetterl. Das werden wir noch verzehren. Gluckert ja schon, herrlich. Perfekt. Ja, jetzt einmal an meine ganzen Krankensesseln wieder, Freunde. Bei denen wieder, es muss einfach gesund werden, da hilft gar nichts. Und an den Rest der Welt. Prost! Ah ja. Herrlich. Oh, jetzt um 9 wird es finster sein. Na, warten wir mal an. Auf alle Fälle bleibt es jetzt länger hell, das ist schon ein bisschen angenehmer. Als wenn es um 5 Uhr schon finster ist, weil vor 11:30 Uhr komme ich eigentlich nicht ins Heuerbettchen. Und wenn man dann so lange aufbleiben muss bei Finstern, man weiß nicht, was man tut. Ist auch nicht so optimal, aber das gehört dazu. Ah, ja, Käffchen ist leer. Ja, wenn man sich die Fischdosen einverleiben noch. Naja, schaut auch recht lecker aus.
Gut, ich hab die auch schon öfters gegessen, kenn die eh. Mit so Zwiebeln dabei. In den sein Mahlzeit. Ja. Bin ja noch gespannt, wie es in der Nacht ist. Angesagt haben sie eigentlich ab Mitternacht Regen. Bis in der Früh. Aber dafür 17 Grad, also. Ja, ist auch gleich erledigt. Und Durst habe ich natürlich auch. Ein bisschen Energie. So, jetzt machen wir es noch ein bisschen gemütlich. Schau, wenn ich noch ein bisschen ein kleines Holz noch mache. Da liegt die Nummer drum und dann dürfen wir es wahrscheinlich eh schon finsterer werden. Ja, Freunde, 21 Uhr. Es wird schon langsam finster. Ich habe mir mein Schweizer Laternchen schon hergekriegt und ich denke, wir werden den Hof jetzt einmal anzünden, ganz einfach. Verjagen damit. Wie gesagt, ein Holzvergaser dabei. Und ja, warten wir mal an. Sollen wir das Kerzerl schon anzünden? Zünden wir sicher jetzt selber an. Wenn die Atmosphäre ist. Ne? Jawohl. Macht natürlich gleich mehr ganz anderes Büdel. Drauf, dann bringt es schon. Ja, jetzt werden sicher wieder etliche sagen, ein Holzvergaser zünden wir von oben und es brennt oben, weiß ich alles, aber ich will nur so ein bisschen, dass er brennt. Ich will ein Flammerl und das passt schon so. Ah, jetzt ist schon gemütlichere Atmosphäre. Ja, die Kiefernzapfen brennen ganz gut. Jetzt ist noch, wie ein Ansa. Ich schätze, in den nächsten 20 Minuten ist dann ein Stück finster da. Aber schon ein bisschen die Beleuchtung mit dazu draht. Da haben wir mich ein bisschen besser Sicht. Aber ich werde dann sowieso einmal auch dran das Licht und ein bisschen das ganze Ambiente genießen. Ja, ab und zu kommt ein bisschen ein Windel auf, was nicht so schaut. Das stört eh nicht. Richtig angenehm. Die Kiefernzapfen, die duften herrlich. Ah, super. So, ein bisschen Nasses dazu. Verbrenner. Ja, die Zeit vergeht halt wie im Flug, muss ich gestehen. Wir haben 10:30. Ja, mit dem Pfeil da, das ist schon eine Sache. Mein Kerzerl. Das Ambiente mit denen ist schon geil. Ja, das, aber trotzdem ein paar Werfe noch drauf und dann werde ich wahrscheinlich schon langsam alles ausgelassen. Prost! Ja, ich werde aber der Laterne zum Zettel hinhängen, weil jetzt ist es schon 3:45 und dann geht es eh bald in die Heuer. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir.
sind wir da am Platz. Und jetzt gehen wir da rein und machen wir es gemütlich. Ja, Freunde. Es ist halb 12. Ja, ich habe jetzt einen Deckenschlafsack, den habe ich jetzt aufgemacht. Und legen wir den eigentlich nur so oben drüber, das muss reichen. Es ist nur so warm. Wahrscheinlich braucht man gar nichts. Ja, in dem Sinn kann ich nur sagen, ich wünsche euch auf alle Fälle eine gute Nacht. Mir natürlich auch. Und man sieht sich morgen. Gutes Nächtle. Morgen. Jo, wie spät haben wir? 5:20 Uhr. Ah, ist noch ziemlich zeitlich. Aber es ist hell, die Vögel zwitschern. Die Nacht war recht angenehm. Den Schlafsack habe ich nicht wirklich gebraucht. Auf den liege ich eigentlich drauf. Haben wir dann nur irgendwann einmal in der Nacht die Jacken angezogen. Den Sweater da. So, bevor es ans Frühstück geht, werden wir mal ein bisschen alles aufhängen zum Auslüften. So, und jetzt haben wir das Wichtigste zum Munterwerden. Nämlich ein Käffchen. Ja, der Mütze auch schon. Ja, einmal mein morgendlicher Gruß an alle und Prost. Na, ja, da werden einmal die Lebensgeister munter. Milky Way, Crispyholz. Na, schauen wir, was die können. Das war's. Ja, ich zeige euch da jetzt nochmal das Pentagon, bevor ich es noch anbaue. Also wie gesagt, man braucht da eigentlich nur eine Stange. Die ist ca. 1,50, 1,60, je nachdem wie hoch die ist, desto flacher werden die Winkel, desto breiter hat man da vor dem Platz. Und ich muss sagen, bin sehr begeistert von dem Teil. Dahinter habe ich es noch mehr abgespannt, auch mit ein bisschen mehr Raum innen. Und was soll ich dazu sagen? Fügt sich super in die Landschaft ein und war optimal. Mit den Anstehern da vorne ist das eigentlich optimal. Freunde, der Raccoon ist im Sattel, alles einpackt wieder, alles zusammengehauen, wie es vorher war. Jetzt schauen wir noch zur Feuerstelle und dann geht's Richtung Heimat. Da ist auch alles zusammengehauen. Tannenzapfen oder Fichtenzapfen habe ich da lassen, das bisschen habe ich jetzt da. Da kommt sowieso wieder wer her, Verbrenner. Und wenn nicht, nehmen wir sie beim nächsten Mal. So. War eine schöne Nacht und jetzt geht's heimwärts. Jo.
Und endlich haben wir ein Feeder von einem Eichel hier. Auch wenn es nur klein ist. Schön. Ja, Freunde. Sind wir mal wieder heruntergekommen. War eine schöne Nacht, hat mir gut gefallen. Ja, was bleibt mir wieder anders über? Ich sag wie immer euch, danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Malen und pfiat euch die Bäume.